Gott zu Papa, ihr Mistkerle. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro 2033. Na super. Ei. Okay, das ist der Aufzug. Ich hoffe, er funktioniert noch. Beobachter, wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Oberst, gehen Sie zur Reaktorhalle. Dort ist in der Mitte ein Aufreaktor, links vom Kontrollraum. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben nehmen. Aktivieren Sie die Schaltung mit dem großen Hebel. Ich sage dann, wie es weitergeht. Oh mein Gott! Mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Wladimir, wenn du das nur sehen könntest, mach dich bereit, Artyom. Es wird heiß. Der Mist auf dem Boden ist bestimmt giftig. Und jetzt das Gas. Hier halten wir nicht lange durch. Lass uns die Wände rot anmalen! Also, ich war schon an vielen Orten und habe viel Scheiße gesehen. Aber das hier ist eine Klasse für sich. Die Treppe. Artyom, ich möchte dich nicht anlügen. Ich habe jetzt Angst. Nicht nur du, mein Freund. Beeilen wir uns, zum Bunker zu kommen. Der Anblick macht mich krank. Ist der Hebel. Ha, ich wusste, ihr schafft es. Oberst, das System ist automatisch. Geben Sie den Befehl ein. Leichter gesagt als getan, dass das so chaotisch hier ist. Okay. Reaktor Starter. 1, 2, 3, 4. Sieht einfach aus. Idiotensicher gebaut. Betten wir zu Gott, dass es funktioniert. Oberst, alles ist gut. Wir haben jetzt ein Viertel Energie. Wir brauchen volle Ladung. Weitermachen. Verdammt! Naja, besser kriegen wir es wohl nicht hin.
Dann los! Zweiter! Was zum Teufel war das? Jetzt wehrt sich dieser Mist auch noch. Das wird ja jede Minute schlimmer. Manuelles Aktivierungssystem, Hydraulik, verdammt. Artyom, du glaubst nicht, was du jetzt tun musst. Siehst du den Kran an der Decke? Geh in die Kabine. Mit diesem Notmechanismus können wir die Brennstäbe anheben. Versuche dorthin zu kommen, während ich unseren Freund ablenke. Okay, auf geht's. Jetzt oder nie! So ein Mist, dass wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Ja, wir müssen unbedingt wieder Waffen. Schau, Artyom. Unser Erbe. Unsere Zukunft. Wie viel Macht hier ist. Damit werden ich wir unbedingt Muni. Wieder über die Erde herrschen. Müssen nicht mehr wie Ratten leben. Mit Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern.
damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie... Ja. War das da unten gerade eine Scud-Sturm-Rakete? Sagen Sie mal, Oberst, ist es leicht, Superman zu sein? Zur Hölle mit Ihren Scherzen. Wir werden sehen müssen, was da unten lebt. Also, Artyom und ich gehen zu Ostankino, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Artyom. Artyom, du nimmst das Leitsystem. Immer die gleiche alte Geschichte. Du rettest die Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Das ist wohl wahr. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der Ostankino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Ja, an der Stelle aber erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao.